Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Es gibt eine negative Reaktion, ein ewiges Gleichgewicht. Die sind die negative Reaktion. Also irgendwie ist es gut, dass sie da sind. Das heißt, unser Weg ist richtig. Das gefällt mir. Also, Zeit für einen Check, stimmt's? Ich muss im Voraus spenden? Die meisten Mitglieder spenden monatlich. Aber das ist also okay. Ja, das geht natürlich. Ja, wie hoch ist denn in der Regel? Also, das kann ich nicht sagen. Ich weiß, eigentlich steht er auf Starlets, aber jetzt, wo Jimmy Siska hier ist... Oh, wow. Warum fühle ich das jetzt aus? Das lassen wir frei. Check. Und nehmen es als Muster für monatliche Zahlungen. Ja! Na, funktioniert das jetzt? Können Sie sich umsehen. Und willkommen bei New Dawn. Ich danke Ihnen vielmals. Den muss ich irgendwie da wegkriegen. Spar dir die Mühe. Eine Freundin von mir hat ihn ein paar Wochen gedatet. Von ihr habe ich Insider-Infos. Sie sagt, er ist super unsicher, braucht sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Moment mal. Wer wäre das nicht, wenn 1000 Leute deinen Namen rufen? Wer steht auf sowas? Gütiger Himmel! Ach, wie komme ich denn da jetzt hin? Wow, 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 wow. So, so bin ich ja perfekt. Oh mein Gott, ich müsste hier drüben die Maschinen abschalten, over. Hey, Sie! Hey, Sie da! Scheiße! Ausschwärmen! Mann! Lade die Profile von New Dawn herunter. Ja, es hat leider nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Scheiße! Ah, oh, fuck, ey. Wir haben ihn verloren. Wir begeben uns auf den SFPD. Was soll das? Was zum Teufel? Falsch. Cool. Obwohl, warte mal. Wird die da jetzt gleich wieder aufgeladen sein? Ach, das hätte ja klappen können, ey. Ah ne, eine neue, okay. Oder? Ja, ja, es wird eine neue wieder reingeschickt. Ach, muss ich die jetzt echt alle umbringen? Ich will das nicht. Ich will nicht immer alle umbringen. Das ist... Aber das ist also... Hey, Sie da drüben! Hey! Hey, Sie! Was ist da los? Oh Gott, wie die alle lachen. Halt! Du tust mir jetzt schon leid. Mach es nicht schlimm. Nein! Ach, scheiße! Schwärmt aus und spürt ihn auf! Jetzt muss ich wieder warten, ey. Gleich werde ich wirklich zum Killer. Wie mache ich das denn am besten? Gerade auf mein Handy gucken nach der Zeit. Ja, muss ich sie jetzt halt alle töten. Wenn es halt nicht anders funktioniert, bitte. Dann halt so. Er
Ach, und schon wieder regnet. Würde mich ja auch wundern, wenn nicht. So, wir können wieder. Der soll doch nicht da dran. Oh, aber da. Ah, fuck. Komm jetzt nicht hier lang. Dass sie nicht auf die Idee kommen könnten, auch doch gehört doch bestimmt ein Kind. Das ist. Oh, das ist also. Ja. Ja, schön hier lang. Genau, sauber. Nicht zu fassen, was ich sehe. So. Scheiße. Wieso? Hä? Ich verstehe das jetzt nicht. Der Datentransfer startet jetzt nicht. Ach Mann, das gibt's doch nicht, aber Markus außer Reichweite, ja. Muss ich da denn dann jetzt vielleicht persönlich rein? War das Teil das jetzt vielleicht nicht mehr öffnen kann? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Wir melden uns beim Sergeant. Von New Dawn herunter. Lade dir die Profildaten von New Dawn herunter. Ja, das versuche ich ja, aber es funktioniert irgendwie nicht. Das ist schon mal Fakt. Okay. Yep. Zwei laufen jetzt hier unten rum. Ja, das stimmt. Hey,
Hey du, was machst du da? Psst, halt die... Hey, ich seh dich, Freundchen. Halt die Fresse, halt die Fresse, blöde Co. Bist du gleich erledigt. Hey, der Dezek braucht deine so Mission. Was, Alter, ich glaub's einfach nicht. Echt? Oh je. Ist nicht meine Sache. Oh, ich verschwinde lieber. Oh nein! Du willst abhauen? Was willst du denn von mir? Wenn es halt nicht so geht, dann geht's halt anders. Ich habe da kein Problem mit, Leute. Na, ich will doch lieber die. Geht doch. Ich glaube, ich sollte demnächst wirklich lieber immer den direkten Weg gehen. Oh, komm, ey. Hau rein. Danke. Machen wir mal direkt auf. Damit ich auch nach draußen kann. Kriege ich keine Nachricht jetzt von ihr? Doch, da kommt sie. Leute, Siska wäre ein guter Verbündeter. Der Mann hat echt Ärger mit der Kirche. Die planen sogar einen Notfall-Audit mit ihm. Audit? Die wollen sein Geld haben. Natürlich, das auch. Aber das hier ist was anderes. Die verkabeln sich mit diesen gefakten elektronischen Scheißdingern und spielen Psychiater miteinander. Echt süß. Siska wartet auf den Auditor, aber stattdessen werde ich ihn besuchen. Ist das dein Ernst? Hast du sowas drauf? Aber sowas von! Erst muss ich den echten Auditor aufhalten. Er kriegt einen Anruf von Jimmy Siska. Ja, Leute, ihr müsst hören, wie er Jimmy Siska nachmacht. Einfach zu geil. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich melde mich. Hallo? Jason, Sie sollen heute zu einem Audit kommen? Jimmy, ja, genau. Ich wollte gerade los. Wie läuft's denn so? Nicht gut. Ich glaube, ich habe zu viele Empanadas gegessen. Mein Magen ist viel zu labil für eine Sitzung, wenn Sie verstehen. Ja, ja, schon kapiert. Fieser, echt fieser Durchfall. Ja, ich verstehe. Können wir es vertagen? Ja, werden wir wohl müssen. Ich habe schon Tabletten genommen. Ich rufe bald zurück, versprochen. Alles cool? Alles cool. Dann gute Besserung, Jimmy. Wird schon wieder. Wo ist Jimmy Siska? Ach, der ist ja gar nicht weit. Das müsste jetzt hier sein. Kürzlich bekannt gewordenen, vertraulichen E-Mails haben unerwartete Konsequenzen für HMP Studios. Die Dokumente legen eine anhaltende, umstrittene Zusammenarbeit mit Galilei offen, dem Entwickler des teuren Hightech-Autos aus dem neuesten Blockbuster des Studios, Cyberdriver. Die E-Mails belegen, dass ein Studioboss den Wagen als nutzlose Gurke bezeichnet und mit rechtlichen Schritten gegen den Raumfahrtkonzern gedroht hat. Allerdings gab es auch gute Nachrichten für HMP Studios.
Seit dem Hackerangriff ist der Film in aller Munde. So ist Cyberdriver der Überraschungshit des Jahres. Laut Polizei hat das Studio die Hackergruppe bisher nicht angezeigt. Wir bleiben dran. Hey, Ghoul, was geht? Ich habe hier ein paar New Dawn-Klamotten für dich. Sieht glaubwürdiger aus, oder? Cool, danke, Mann. Kein Problem, mach sie fertig. Schick. Ja? Hi, ich bin Jason Lowell. Ich bin hier für Ihren Audit. Okay, Jason Lowell. Sie sollen der Beste sein. Kommen Sie. Danke für Ihre Gastfreundschaft. Bitte. Okay, fangen wir an, hä? Meine Quellen sagen mir, dass Sie Zweifel an unserer Kirche haben. Ich möchte, dass Sie mir davon erzählen. Zweifel, ja. Zweifel ist ein starkes Wort. Früher war ich inspirierter, als ich heute bin. Jimmy, kommen Sie. Seien Sie offen mit uns. Sie haben recht. Okay. Okay, es gibt Gerüchte über diesen Ort, an den Sie Kirchenmitglieder mit Problemen schicken. Und es dauert lange, bis Sie wiederkommen, wenn Sie überhaupt wiederkommen. Ich habe diese Gerüchte gehört. Und wissen Sie was? Es sind nur Gerüchte. Und kriege ich keinen Ärger? Für die Wahrheit? Nein. Danke, Sie werden es nicht bereuen, ich verspreche es. Aber nur noch eins. Ich muss diesem Gerücht auf den Grund gehen. Also, wissen Sie, wo dieses angebliche Lager sein soll? Keine Ahnung. Ich hoffe, ich finde es nie heraus. Und hat es einen Namen? Der Rote Raum. Sie nennen es den Roten Raum. Ach ja, Mann. Eine Sache noch, Mann. Ihre letzten 5 Filme waren echt beschissen. Also geben Sie sich Mühe. Okay, immer den Kopf hoch. Peace! Wie kann man... Ja. Ich kaufe mir keine Early-Spiele mehr. Wie kann man so bekloppt sein? Okay, ich habe eine Spur, wie wir New Dawn drankriegen, aber mir fehlt noch eine Info. Jimmy Siska hat Angst vor einem gewissen roten Raum. Jimmy Siska in der Rote Raum. Der Rote Raum scheint eine Art Reha-Zentrum zu sein, wo die Kirche problematische Mitglieder hinschickt. Manche, die dahin gehen, bleiben für immer weg. Wenn die Leute kidnappen, wäre das ein Riesending für uns. Das übersteigt meine Möglichkeiten. Soll ich mich umhören? Nein, ich mach das. Verdammt. Hier ist Miranda. Hi, ich bin's, Marcus. Marcus? Holloway? Woher hast du meine Klar, ist schon klar. Ich brauche Hilfe. Es geht um New Dawn. Hast du je vom Roten Raum gehört, Miranda? Ich schick dir eine Adresse. Triff mich dort. Ich brauche nur Infos. Wo muss ich hin? Oh, ich muss aber sehr weit weg. Online-Rennen aktiv. Oh, mhm. Ach, nee. Was ist das? Hacking-Version-Aktivitäten. Oh, ich will das alles so nicht. Upsala. Machen wir mal eine Schnellreise. Das ist cool. Ja. So, und jetzt natürlich einmal dorthin. Warte, was? Cool. Hier steht direkt ein Auto für uns. Oh. Hier wird es aber ein bisschen eng. Thank you.
Das musste ich jetzt noch mitnehmen. Wow. Na gut, ich bin da. Das zählt, ne? Marcus, wir gewinnen immer mehr Follower. Das wird eine Reaktion von Bloom geben. Unglaublich, dass die Leute die so mächtig werden lassen. Der ganze Science-Fiction-Kram, den wir als Kinder gelesen haben, Big Brother, Gedankenkontrolle, Pre-Crime, das gibt es doch jetzt alles. Dank Bloom und ihrem CTOS. Diese Autoren sahen es vor Jahrzehnten voraus, doch niemand hörte auf sie. Alle lassen sie sich von diesen netten Unternehmensplattitüden und der makellosen Markenbildung blenden und erkennen das Ganze nicht als sozialen Trojaner. Es hilft auch nicht, dass CTOS die von ihnen versprochenen Funktionen erfüllt. Wir stellen uns gegen ein System, das den Menschen oberflächlich hilft, sie aber instrumentalisiert. Da kann man uns leicht als die Bösen darstellen. Eine Frage an dich. Wie viel Zugriff hat DedSec auf CTOS? In anderen Städten, als es noch CTOS 1.0 war, hatten wir viel. Aber leider waren wir zu sorglos. Wir haben den Zeitpunkt für eine große Aktion verpasst. Und 2.0, wir gehen als erste Gruppe dagegen vor. Daher hinken wir noch hinterher. Dieses Mal haben sie uns erwartet. Beim Gedanken, dass in irgendeinem Büro von Bloom auf einem Whiteboard DedSec steht, wird mir ganz anders. Wir machen weiter, dann benutzen die nächstes Mal vielleicht den roten Stift. Was hast du für ein Problem? Wir machen der Kirche ein Problem. Wer wir? DedSec. Ich wusste es. Ich habe Freunde, die würden DedSec am liebsten hinter Gittern sehen. Ach. Ich mag einen fairen Kampf. Hey, genauso wie du. Entschuldigung? Ich habe gesehen, wie du dich damals mit New Dawn angelegt hast. Aber hey, schon kapiert. Du bist ja seine Stadträtin. Nein, 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 nein. Mit der Ich-hab-mich-verkauft-Nummer brauchst du mir nicht zu kommen. Diese Arschlöcher zerstören Leben, als wäre es ihr Hobby. Die haben Videos von meinen OPs veröffentlicht. Aber hör zu, das ist mir scheißegal. Ich habe nichts zu verbergen. Aber du hast recht. Ich bin tatsächlich Stadträtin. Ich kann nichts tun. Deshalb wolltest du mich hier treffen. Du brauchst meine Hilfe. Du brauchst offenbar meine. Und ich beende, was ich anfange. Zuerst einmal, verwechsle bloß nicht New Dawn mit einer Kirche. Das ist eine kriminelle Organisation. Ich habe mir mal die Akten ihrer Immobilien in der Bay Area angeschaut und eine passt da einfach nicht rein. Genau da. Sie bezeichnen es als Bildungszentrum. Verschlossene Türen, keiner antwortet, Security kommt und geht. Klingt das für dich nach einem Bildungszentrum? Nein, klingt eher wie ein Umerziehungszentrum. Ich bin in der Nähe. Schau mal, was du herausfindest. Ich meine... Ich brauche euch ja jetzt nicht sagen, dass das mal ein Mann war, ne? Finde ich nicht schlimm. Finde ich danke, cool. Miranda. Finde ich wirklich cool. Stiel das Mitgliederregister. Marcus, hast du Miranda getroffen? Habe ich. Wir glauben, wir haben den Ort. Aber wir wissen nicht, was dieser Laden ist. Aber ganz offensichtlich vertuschen die etwas. Also suche ich mir mal einen Computer und schnüffle herum. Mal gucken hier. Ah, da ist eine Kamera. Wie geil. Immer noch geil. Da hinten hin. Los, geht's endlich auf.
Wo? Ich kann jetzt, jetzt kann ich überhaupt nichts mehr sehen. Los, kommt alle her, kommt alle her. Ich denke, ich werde jetzt reingehen. Du bist freiwillig hier. Mit deiner Entscheidung für New Dawn hast du uns deinen Spielplan anvertraut. Oh, da hauen schon einige ab. Vielleicht könnte ich noch ein paar töten. Kommen Sie raus, geben Sie auf! Er hat uns abgehängt. Los, sammeln wir uns beim HQ. Wieder zurückzufinden. Hör auf die Wahrheit. Akzeptiere, dass wir uns mit ritueller Klarheit verbunden. Oh, das tut mir aber leid. Schwärmt aus. Hier noch irgendwo was. Irgendwas? Lächerlich! Ich will eine echte Herausforderung! Freunde und Familie von Judon wollen dir helfen. Was zur Hölle? Na, hier komme ich aber nicht rein. Scheiße. Wir sind jetzt deine Familie. Wir verstehen dich. Vertraue auf uns. Wenn man mal irgendwo vielleicht mal hochklettern könnte. Scheiße. Ich brauche Deck. Au. Ja, das kann so. Ich kann das einfach nicht, ne? Kriegen jetzt gerade alle Panik. Oh, fuck. Wow, wow, wow. Noch irgendjemand? Nein? Gut. Das nehmen wir mal eben mit. Das Geld nehmen wir auch mit. Dann wollen wir mal. Jimmy Siska. Offenbar hattest du recht. Hallo, Marcus. Das ist der Ort. Und sie haben Jimmy Siska hier. Wenn ich ihn raushole, kannst du ihn in Sicherheit bringen? Auf jeden Fall. Ich bin bereit. Wo soll er jetzt? Ach, da oben. Ach, jetzt muss ich da hinten erst wieder hin.
hier zum Heilen. Du bist vom Weg abgekommen. Okay, ich muss jetzt aber erstmal Schluss machen und sage Tschüss bis... Oh, Moment. Tschüss, bis zum nächsten Mal.